Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde des Weihnachtssingen und vor allem liebe Kinder, alles ist anders in diesem Jahr. In fast allen Bereichen unseres Lebens hat Corona Einzug gehalten. Und die Pandemie macht auch vor unserem liebgewonnenen und traditionellen offenen Weihnachtssingen nicht Halt. Das erste Mal in den vergangenen 42 Jahren können wir uns nicht von Mensch zu Mensch leibhaftig am Abend des vierten Advents gegenüberstehen, sondern müssen uns übers Fernsehen, virtuell die Website der Stadt und die verschiedenen Kanäle der sozialen Medien begegnen. Gott sei Dank macht es uns die Technik möglich, auch in diesem Jahr vor unseren Bildschirmen mit dem nötigen Abstand und gefahrlos miteinander zu singen. Dass Sie heute Abend zugeschaltet sind, freut mich sehr. Wie Sie sehen können, haben wir uns für die Aufzeichnung unseres Weihnachtssingens an einem Ihnen bestens vertrauten Ort, der Marienkapelle, der Bürgerkirche unserer Stadt, versammelt. Ich danke dem Dompfarramt und Herrn Engert vom Messner-Team des Doms, dass Sie uns hier entgegengekommen sind und uns unterstützen. Wie in den vergangenen Jahren begrüße ich Herrn Matthias Walli, der in gewohnter Weise durch das Programm führen wird und den Bläserchor dirigiert. Weiterhin mitwirkend sind die Gesangsschülerinnen und Schüler unter ihrer Leitung Herrn Elias Wolf sowie der Jugendchor Audatia unter seiner Leiterin Frau Daniela Ruck. Auch Ihnen ein recht herzliches Willkommen in unserer virtuellen Mitte. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass es auch in diesem Jahr wieder eine gelungene Veranstaltung wird, wenn auch unter etwas anderen Rahmenbedingungen. Ebenfalls danken will ich unserem Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing, der auch in diesem Jahr unser Singen organisiert hat. Ein sehr schöner Brauch ist es, dass wir gerade zu Weihnachten an unsere Freunde und Städtepartner in aller Welt denken. In diesem Jahr singt die Deutsch-Französische Gesellschaft Würzburg mit Frau Britta Habersack sowie ihren Mitsängerinnen und Mitsängern zu Weihnachten mit. Sie werden einen herzlichen, gesanglichen Gruß an unsere Freunde in der Partnerstadt Caen in Frankreich senden. Auch die Freundinnen und Freunde in Caen und in Suhl, die sich vor ihren Bildschirmen versammelt haben, möchte ich grüßen. Gerade heute, in Zeiten diffuser Bedrohung und auch Angst um die eigene Gesundheit und die unserer Lieben, hat die Weihnachtsbotschaft eine Aktualität wie selten. Weihnachten erinnert uns, dass Gott ein Licht in die Welt gesandt hat, ein Licht in Form seines Sohnes, Jesus Christus, und uns erretten und erlösen möchte. Nun wünsche ich Ihnen einige stimmungsvolle Momente bei unserem Weihnachtssingen. Lassen wir uns gemeinsam auf diese schöne Zeit des Jahres einstimmen und tragen diese Eindrücke auch an unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen weiter. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und, wie der Franke sagt, einen guten Beschluss oder einen guten Rutsch. Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, chers citoyens de notre ville jumelée de Caen, chers amis de l'amitié franco-allemande, chers enfants. Les fêtes de fin d'année sont traditionnellement des moments de retrouvailles et de partage. Malheureusement, cette année est une année particulière à cause de la COVID. Aujourd'hui, malgré la distance, je suis très heureux que nous, citoyens de Würzburg et de Caen, que nous saluons très chaleureusement derrière leur écran,
sommes réunis ce soir pour chanter ensemble deux chansons de Noël en français. Nos remerciements vont à l'Association franco-allemande à Würzburg, à sa présidente, Madame Britta Habersack, et à ses chanteurs pour l'organisation de ce projet de chorale. Les fêtes de Noël sont l'occasion idéale pour prendre du recul, arrêter notre course après le temps, faire le point, mais aussi pour se souvenir que la vie est un chemin et que nous ne faisions pas seuls, mais avec des compagnons de route. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Caen et nous vous souhaitons à tous et à toutes de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.